Boah, das war die kälteste Nacht, die ich jemals im Auto verbracht habe. Mein Wasser ist gefroren. Jetzt habe ich 3 Lagen an, warme Fließunterwäsche. Naja, wir haben ja gut gepennt. Walmart war windig und kalt. Aber da standen auch noch 2. Da hinten, einer ist noch da. Ja, kann man einen schönen Cocktail mitmachen. Oder einfach mein Porridge und einen schönen Tee und dann geht's weiter. Immer noch kalt, kalt und windig. Auf dem Weg nach Bowmanville, das ist vor Toronto. Manuela treffen. Ich habe kalte Füße, der Rest ist relativ warm. Ich habe mir nochmal von bei Canadian Tire hier ein bisschen Thermo-Unterwäsche gekauft. So macht das echt keinen Spaß mehr. Ich kann nicht im Auto sitzen und lesen. Ich bin ständig nur zwischen Autofahren, Bücherei und Supermarkt unterwegs. Arbeiten habe ich auch nicht wirklich Bock. Boah, ist das kalt, ey. Das sind mindestens minus 5 Grad hier draußen. Selbst in der Sonne ist kalt. Manuela besucht. Wir waren gerade noch Pancakes essen. Ich fahre jetzt weiter Niagara-Fälle oder Detroit, weiß ich noch nicht. Wetter ist eigentlich ganz gut, aber sehr kalt. Sehr, sehr frisch. Auf ins Warme, auf nach Kalifornien. Ich stehe bei Canadian Tire, fahre jetzt in die Garage, zumindest Ölloch füllen. Ich will heute ziemlich viel fahren und morgen. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt bei dem Wetter, es ist nämlich echt mächtig kalt, auf dem Highway stecken zu bleiben, weil ich kein Öl mehr habe. Und zum Glück haben die auf, heute ist nämlich Feiertag, aber irgendwie haben die heute auf. Geil. So, let's go. Alles wieder gut, gerade $10 bezahlt für ein bisschen Motoröl. Hat der nette Junge mir auch gerade alles reingemacht. Heute ist Samstag und da ist überall Stau. Katastrophe, durch Toronto zu fahren. 12 Spuren, 20 Spuren, I don't know. Ich bin gerade von der Autobahn runter, nur Stau. Ich stehe jetzt hier auch quasi mitten auf der Kreuzung im Stau. Ich kriege jetzt schon die Krise, ich möchte mir gar nicht vorstellen, hier zu wohnen. Ich mache jetzt einen kleinen Umweg, versuche irgendwie nach Hamilton zu kommen, dann zu den Niagara-Fällen und muss mal gucken, dann irgendwie über die Grenze heute Abend noch. Da ich Avocados nicht mit einführen darf nach Amerika, muss ich heute noch 2 weitere essen. Ah, ist die kalt. Das ist wie Eis. In den Häusern ist es puh warm, viel zu warm, draußen viel zu kalt. Ich hoffe mal, das wird irgendwie in der Mitte von Amerika irgendwie wärmer. Mein Marsch ist tiefgefroren. Jetzt an den Niagara-Fällen, habe hier für $5 meine Karre geparkt. Diesmal lange Hose. Ich könnte hier 24 Stunden bleiben, glaube ich. Ich will hier gar nicht bleiben. Ich bin heute noch in Amerika. Ich habe eine gute Story für die, wo ich hin will, nämlich nach Hamburg. Vor den Niagara-Fällen, die sind hinter mir im Dunst, da sind irgendwelche anderen Fälle, sau kalt, also ich bin echt gut eingepackt, aber mir ist echt kalt. So. Das sind die Niagara-Fälle, habe ich mir größer vorgestellt, aber das ist okay, also kann man nicht mehr, ist schon ganz nett. Auf den Bildern sehen sie größer aus. Es ist 17.30 Uhr draußen, dunkel und kalt und ein bisschen Schlange stehen. Ja, dann hol ich mir gleich einen Kaffee.
Tag beginnt mit dem Kaffee, Tag endet mit dem Kaffee. Ich muss sagen, der Kaffee bei Tim Hortons schmeckt nicht so gut wie bei Starbucks, also ziemliche Plörre. Dafür kostet aber auch nur ein Drittel so viel, ne? Nass, kalt und man sieht eh nicht viel. Das sind tatsächlich jetzt die Horseshoe Falls, es ist kanadische Seite mehr oder weniger. Es gibt hier noch die American Falls, deutlich kleiner, aber da haben die Amerikaner auch mal was Eigenes, ne? Und die kanadische Seite, also hier soll auf jeden Fall mehr los sein. Ich meine, hier sind richtig nette Hotels hinter mir, wie in Las Vegas. Ja, auf der amerikanischen Seite hast du, glaube ich, nur ein Casino und so ein paar andere kleine Hütten. Hier ist schon netter, aber ich muss ja trotzdem rüber, da hinten ist wärmer. Wenn ich südlicher fahre, ist wärmer. Ich weiß nicht, wo ich heute schlafe, ich weiß nicht, wie weit ich heute fahre, also das Übliche, so wie immer. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, nach Amerika rüberzufahren, die ganze Grenzkontrolle-Scheiße damit zu machen. Aber ich sehe zu, dass ich keine Pille in der Tasche habe und habe die Antworten parat, die sie hören wollen. Und jetzt ist mir schlecht von diesem Tim Hortons-Kaffee. Echt, ekelhafte Plörre, nie wieder. Bin gespannt, wie weit ich fahren muss, damit das wieder angenehm warm ist. Wahrscheinlich runter bis Kalifornien oder Richtung Texas oder so. Gucken, was das kostet, mit dem Ding zu fahren, hat man wahrscheinlich einen schönen Blick. Oder ich gehe jetzt da rein, mein übriges Geld ganz verballern. Vielleicht gewinne ich ja, vielleicht gewinne ich und fahre mit einer Million nach Hause. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich gucke da mal rein. Vielleicht gibt es da einen Club. Ich bin da kurz durchgehuscht. Die sitzen alle vor diesen Daddelautomaten und verballern ihr Geld und ihr Brain. Ich fahre jetzt lieber Auto nach Amerika. Hoffentlich lassen die mich rein, sonst Plan B. Ich hätte vorhin fast einen Unfall gebaut in Toronto. Fast jemand reingefahren. Ein stinkt hier. Man sieht nur nichts. Auf nach Amerika, bin gespannt, ob sie mich reinlassen, aber ich habe ja nichts zu verbergen. A few moments later. That was fucking easy. Der hat mich nur gefragt, wo ich herkomme, was ich mache, wo ich hinfahre. Easy peasy, das hat 2 Minuten gedauert. Der hat mir 5 Fragen gestellt, ich konnte im Auto sitzen bleiben. Bin jetzt wieder in New York, suche jetzt eine Tankstelle, weil ich nämlich nur noch irgendwie 3 Liter im Tank habe. Und hier ist halt billiger. Ich habe echt gedacht, die gehen wieder durchs Auto durch. Ich habe extra mein Gemüse, habe ich ja gar nicht. Aber mein ganzes Zeug wieder nach vorne geräumt. Aber ich bin jetzt über eine Brücke gefahren und muss 1 Dollar dafür bezahlen. Spare ich mir eine 1/2 Stunde Umweg. Das machen wir doch gerne. Wo ist denn hier Cash? Ich verstehe jetzt zwar nicht, was da gerade abging. Ich hatte den Dollar in der Hand und irgendwie war da keiner in seiner kleinen Kabine. Und die nebenan meinte einfach, ja, hier, just go. Ich so, don't I need to pay? Yeah, just go. Aber jetzt habe ich Dollar gespart. Wahrscheinlich gleich die Polizei hinter mir. Aber sie meinte, just go, so I just went. Immer noch kalt hier. Ich bin jetzt bei Walmart in Hamburg und hier darf ich gleich nicht stehen, aber ich gehe kurz aufs Klo, habe gerade eine Suppe gegessen auf dem Parkplatz und dann google ich mal, wo ich tatsächlich heute Nacht schlafen kann, welcher Walmart mich denn nimmt. 2 Stunden kann ich noch fahren, aber dann wäre ich auch müde. Und morgen würde ich dann tatsächlich ein paar Stunden mehr fahren. Aber Sprit ist halt günstig hier und warum nicht? Ich habe jetzt doch hier bei Walmart geschlafen in Hamburg, obwohl man das eigentlich nicht darf. Aber ich habe mit Barbara gesprochen gestern, die meinte, der offiziell darf man es nicht. Aber da hat sie mir zugeflüstert, ja komm, geh hinten in die Ecke und dann get your sleep. Die war total lieb. Da ist jetzt 10, ich wollte eigentlich um 8 aufstehen, ist jetzt aber trotzdem 10, habe wieder lange gepennt. Aber ist gut, ich fahre auch viele Kilometer. Mache mir jetzt eben frisch, werde dann hier noch frühstücken und dann ja, düse ich ab. Ne? Ich bin jetzt in Hamburg. Hamburg, New York. Ja, hier ist nicht viel los. Hamburg in Deutschland ist größer und netter und wahrscheinlich genauso kalt. Bei der Fahrt nach Cleveland. Gucken, wie ich da fahre. Cleveland, Cincinnati,
I don't know. Ich habe noch keinen Plan. Mein Navi stürzt ständig ab. Total nervig. Aber auf jeden Fall Cleveland, da bin ich schon mal 3 Stunden unterwegs und dann gehen wir weiter. Ja, Hamburg United Methodist Church. Oh mein Gott, noch eine Sekte. Shut up. Der hat ein D bei sich hinten backen. Ist das for Driver, Deutschland oder Dump or what? Ich bin gerade auf einer Toll Road. Ich habe gerade ein Ticket bekommen. Hamburg, allein deswegen hat sich das schon gelohnt. Leider muss ich das nachher wieder abgeben, aber ich bin in Hamburg raufgefahren. Kostet mich irgendwie 2,85 nachher, wenn ich irgendwo runterfahre. Also ich muss ja zugeben, dass ich nicht wirklich einen Plan habe. Ich bin jetzt in Amerika, fühle mich noch so ein bisschen lost. Ja, nicht einsam, aber quasi fremdes Land, großes Land, komisches Land. Ich fahre jetzt ins Ungewisse, weil ich habe einfach so den Gedanken gehabt, fahren wir mal nach Kalifornien. Und das ist jetzt eigentlich der Plan. Wie genau ich da hinkomme, weiß ich noch nicht. So ungefähr, es sind dann noch ein paar Tage entfernt, bis ich überhaupt in die Nähe komme. Und ich muss noch mal gucken, irgendwie, ich würde gerne Route 66 ein bisschen fahren. Ich weiß noch nicht, was ich mache, wenn ich da bin. Aber vielleicht ein bisschen da irgendwie überwintern, aber ja, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Es ergibt sich immer irgendwas. Und wenn es mir da einfach nicht so gut gefällt, dann würde ich tatsächlich weiterfahren nach Vancouver hoch. Dann nehme ich mir da ein bisschen Zeit und fahre einfach Kalifornien nach oben, nach Vancouver, und dann tue ich mir da einen Job. Also bis jetzt habe ich noch keinen Plan. Das ist nicht wirklich schlimm. Durch Pennsylvania, höre Tom Petty, nebenbei lese ich ein bisschen die Lyrics mit. Hat angefangen zu regnen, ist jetzt gleich 14 Uhr. Ich werde irgendwann in der nächsten halben Stunde mal anhalten, irgendwo einen Tee trinken und mal gucken, wie weit ich komme. Nach Cleveland sind es noch 98 Meilen, das ist halt echt noch ein Stückchen. Ich fahre auch mit 55 Meilen. 65 sind erlaubt, das sind ja irgendwie etwas über 90 km/h, das ist in Ordnung. Hab den Tank gestern nochmal voll, halb voll gehauen an der Grenze. Für $25 kannst du ja echt den kriegst du einen halben Tank voll. Ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Ich habe ungefähr eine Richtung, wo ich hin möchte. Ich weiß nicht so genau, wie ich da hinkomme, weil ich muss irgendwie das ganze Land fahren. Und das ist jetzt nicht das kleinste Land überhaupt. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Also bis jetzt hat alles gut geklappt, die letzten 4 Monate in Kanada. Und jetzt gucken wir mal Amerika an. Das heißt nicht mehr ein Handels in Kanada, sondern ein Handels in Amerika. Ich stehe jetzt in Ohio auf irgendeinem Rastplatz. Hier ist nicht viel los. Ich fahre jetzt weiter nach Cleveland und hoffentlich noch ein bisschen weiter. Irgendwo, wo es netter ist. Ich meine, hier ist schon nett, aber das heißt nett. Nett ist das jetzt nicht. Sieht halt so aus wie überall, wie in Kanada, und ist kalt und nass, und fahre ich lieber im Auto, höre ein bisschen Tom Petty. Also bis Kalifornien sind das, glaube ich, noch, ich habe vorhin gesehen, irgendwie 2400 Meilen. Ja, da brauche ich länger als einen Tag für, ne? Denke ich. Oder? Columbus im Dunkeln und im Regen, man sieht nichts, und ich fahre einfach durch nach Cincinnati. Bei Walmart kurz vor Cincinnati, habe mir gerade Zähne geputzt und werde jetzt mich da vorne hinstellen. Ich habe gar nicht gefragt, ob ich hier stehen darf, ist mir relativ Banane. Da steht einer, also da gehe ich jetzt auch hin. Musste mir gerade nochmal Zahnpaste kaufen. Ich habe zwar irgendwo welche, eine neue Packung, aber ich habe die überhaupt nicht gefunden. Dieser Schuppen hat auch 24 Stunden am Tag auf, ist riesig groß. Bin jetzt 20 Meilen vor Cincinnati, aber es ist jetzt schon 11 Uhr. Ich bin heute, ich glaube, effektiv gefahren über 9 Stunden und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich bin einfach kaputt. Hier ist nicht ganz so kalt wie in Toronto und Co., aber schon, es regnet und ist halt doch kühl, ne? Ich gucke morgen mal, was abgeht, und jetzt mache ich mir einfach keinen Kopf. Jetzt baue ich mir mein Bett und hau mich da vorne einfach hin, ein paar Meter weiter, und dann ist gut. Gute Nacht.